Wer bislang dachte, das Wasser wäre sicher, der täuscht sich gewaltig. Urtümliche Raubtiere lauern hier, bis an die Zähne bewaffnet und technologisch perfekt ausgereift. In diesem Countdown geht es um die extremsten Haie. Alle Haie sind geborene Killermaschinen, aber manche treiben ihre Jagdmethoden auf die Spitze. Und hier sind sie, die extremsten Unterwasserjäger, die Top 10 der Monsterhaie. Bei tierisch extrem. Die Erde ist ein Planet der Extreme. Extreme Lebensräume, extreme Tiere. Doch einige sind eben noch extremer als andere. Wir gehen auf die Suche nach den seltsamsten und außergewöhnlichsten von ihnen. Jetzt in tierisch extrem. Die Angst vor Haien ist durchaus berechtigt. Sie sind die perfekten Unterwasserkiller. Vor allem, wenn sie 12 Meter lang sind und 3000 Zähne haben. Vor einem Walhai müssen Surfer keine Angst haben. Dieses 11-Tonnen-Monster könnte leicht einen Menschen verschlingen, aber sein gewaltiges Maul bevorzugt kleinere Beute. Der Walhai ist ein hochspezialisierter Planktonfresser, das er aus dem Wasser filtert. Während er durch die Weiten der Meere kreuzt, saugt er ständig Wasser in sein weit geöffnetes Maul. Mit seinen schwammartigen Kiemen filtert er mehr als 1 Million Liter Wasser in nur einer Stunde. Das ist mehr Wasser als in einem Olympiaschwimmbecken. Der Walhai ist unsere Nummer 10 im Countdown, denn anders als andere Planktonfresser kann er sogar kleine Fische in sein Maul befördern, dank seines starken Ansaugsystems. Allerdings schafft er niemals etwas so Großes wie einen Taucher. So harmlos sind leider nicht alle Haie und deshalb haben manche Leute auch so viel Angst vor dem Sprung ins Wasser. Debbie Stejano will schwimmen gehen, allerdings nicht mit Walhaien, sondern mit ihrem schlimmsten Albtraum. Hier im Florida Aquarium möchte sie sich von ihrer Haiangst kurieren, unterstützt von Tauchlehrer Michael Weiss. Bist du bereit? Ich bin aufgeregt, nervös und aufgeregt. Also denk dran, dass wir alle Zeit der Welt haben und wenn du dich nicht wohlfühlst, gehen wir auch nicht ins Wasser. Das Aquarium bietet ausgebildeten Sporttauchern die Gelegenheit, mit einem Raubtier in Kontakt zu treten, dem ständig schlechte Absichten unterstellt werden. Haie machen mich wirklich nervös. Leider sind es nicht sonderlich attraktive Tiere. Sie sind nicht hübsch oder niedlich. Alles, was ich sehe, sind ihre scharfen Zähne und ihre leeren, dunklen Augen. Für mich ist es einfach unangenehm, denn ich möchte gerne ihren Anblick genießen. Ich möchte keine Angst vor ihnen haben und sie einfach besser verstehen. Minuten dauert der Tauchgang mit den Zebra-, Ammen- und Schwarzspitzenriffhaien. Die Taucher sollen ihre Ängste verlieren und stattdessen die Faszination erkennen, die von diesen Tieren ausgeht. Das war großartig, fantastisch, wunderschön. Hey, du hast jetzt Haie gesehen. Sie sind unglaublich, sie sind so wunderschön. Hast du immer noch Angst vor ihnen? Nein, nein. Ich würde es gerne wieder tun und sie auch mal in Natur sehen. Das ist mindestens genauso fantastisch. Debbie würde es wohl gefallen, mit dem Walhai zu schwimmen. Der größte Fisch der Erde ist ein sanfter Riese. Unser nächster Kandidat ist zwar noch träger als ein Walhai, aber trotzdem alles andere als ein Engel.
In den Gewässern vor Kalifornien lebt der wohl seltsamste Hai unserer Top Ten. Für Wissenschaftler ist es völlig unproblematisch, mit ihm zu experimentieren. In aller Ruhe können Sie eine Rollenmechanik vorbereiten. Mit der möchten Sie herausfinden, was seinen explosiven Beißreflex auslöst. Selbst wenn der Beutefisch nur aus Gummi ist. Das ist der Engelhai. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Engelhai tagelang ohne Bewegung ausharren kann. So lange, bis etwas über seinen Kopf schwimmt, das wie Beute aussieht. Der Engelhai ist auf Platz 9 im Countdown, weil er sich komplett auf gute Tarnung und den Überraschungsmoment verlässt. Er kann exzellent sehen, aber sonderlich wählerisch ist er nicht. Er beißt in alles, wie gesagt, sogar in einen Gummifisch. Doch selbst ein Engelhai würde es sich schwer überlegen, eine Seeschlange zu verschlingen. Sie ist 100 Mal giftiger als die meisten Landschlangen und ein mehr als würdiger Gegner für den Hai. Das jedenfalls glauben die Bewohner der Vanuatu-Inseln. Diese Insulaner bereiten sich auf eine Zeremonie zu Ehren der Seeschlange vor. Denn laut alter Legenden ist die Schlange ein Held. Ihr Tanz stellt uns die Geschichte dar. Einst wollte ein riesiger Hai alle Fische der Welt fressen. Doch gerade als er sie verschlucken wollte, kam eine Seeschlange daher und verscheuchte ihn. Das war die Rettung. In den 70er Jahren glaubte ein amerikanischer Wissenschaftler sogar, Haie verscheuchen zu können, indem man einen schwarz-weiß gestreiften Neoprenanzug anzieht. Ein Riesenseeschlangenkostüm sozusagen. Die australische Taucherin Valerie Taylor hat es mehrmals getestet. Abschreckend war der Anzug allerdings überhaupt nicht. Und das überrascht auch kaum, denn in unserem Countdown gibt es Haie, die mehr als nur ihre Augen benutzen, um Freund von Feind zu unterscheiden. Bis jetzt begegneten wir Haien mit großen Mäulern und kleinen Zähnen. Ungefährlich für uns. Andere Haie hingegen haben Zähne, mit denen sie sowohl Metall als auch Menschen zerbeißen können. Und es gibt Haie, die Körperelektrizität spüren können, auch wenn die nur ein halbes Milliardstel Volt stark ist. Das und noch mehr werden wir jetzt sehen bei Tierisch Extrem. Anders als allgemein angenommen, ist es in den vermeintlich ruhigen Tiefen des Ozeans nicht still. Die ersten Forscher, die ein Mikrofon in die See hinabließen, lauschten erstaunt einer Symphonie aus Wellengeräuschen und den Stimmen tausender Fische. Mehr als 280 Fischarten können mit ihrer Schwimmblase Geräusche erzeugen, seien es Alarmsignale oder Aufrufe zur Paarung. Schon eine schnelle Bewegung kann unter Wasser ein Geräusch produzieren. Genau die Art von Geräusch, die für die Nummer 8 im Countdown wie eine Essensglocke klingt. Den Seidenhai. Alle Haie besitzen ein sehr gutes Gehör. Und Experimente haben gezeigt, dass das Gehör des Seidenhais das Beste ist. Er hört einen Schwimmer aus 400 Meter Entfernung. Und noch wichtiger, anders als ein Mensch erkennt er auch, aus welcher Richtung das Geräusch stammt. Das liegt daran, dass unsere Ohren für das Hören in der Luft geschaffen sind und nicht im Wasser. Wenn man eine Glocke schlägt, dann bewegen sich dadurch Luftpartikel, die in Folge an ihre Nachbarpartikel stoßen. Das Geräusch, das wir hören, ist die Vibrationswelle, die durch diese Luftpartikel hindurchwandert.
mit 300 Meter pro Sekunde. Im Ozean liegen Wasserpartikel enger zusammen als Luftpartikel. Was bedeutet, dass sie leichter aneinanderstoßen können. Deswegen bewegt sich der Schall unter Wasser auch fünfmal schneller. Viel zu schnell für unser Gehör. Wir können die Herkunft eines Geräusches nicht feststellen. Der Seidenhai aber schon, obwohl seine Ohren tief im Kopf liegen und die Öffnungen sehr klein sind. Die Vibrationen des Schalls durchdringen locker den ganzen Körper des Hais und natürlich auch die Ohren, die speziell dafür geeignet sind, die Schwimmrichtung seiner Beute zu erkennen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Superohren des Seidenhais am besten Geräusche im Frequenzbereich um die 40 Hertz wahrnehmen. Das entspricht Geräuschen, die Fische aussenden, die sich bedrängt fühlen. Oder Säugetiere, die ins Wasser eintauchen. Aber Hightech-Geräte sind gar nicht nötig, wenn man mit Haien sprechen will. Es klingt vielleicht seltsam, aber mit einer Kokosnussrassel lässt sich ein ganzer Fischschwarm imitieren. In Teilen des Pazifik gebrauchten Dorfpriester diese Rasseln, um sich in Haiflüsterer zu verwandeln. Das Geräusch der Rassel wurde eingesetzt, um Haie in seichtes Wasser zu locken. Ein netter Trick, mit dem der Priester seine Macht über den Hai beweisen konnte. Dieser Hai gehorcht jedoch einem ganz anderen Gebieter. Denn dieser Hai hat elektronische Ohren. RoboShark ist ein freischwimmendes, ferngesteuertes Mini-U-Boot, angetrieben von kleinen Motoren. Gebaut wurde es von U-Boot-Designer Andrew Sneath. 2 Jahre hat es gedauert, den 2 Meter langen Pseudo-Hai zu entwickeln. Ziel war es, ein U-Boot zu bauen, das wie ein echter Hai aussieht und sich auch so bewegen kann. Statt mit scharfen Zähnen ist er aber mit einer Filmkamera ausgestattet. Dahinter steckte die Idee, mit diesem Gefährt das natürliche Verhalten der Haie besser aufzeichnen zu können, als es ein Taucher vermag. Leider kam RoboShark den weißen Haien zu nahe, als die gerade an einem Seehundkadaver fraßen. Und der arme RoboShark musste feststellen, dass es offensichtlich eine Hackordnung in dieser Haigesellschaft gibt. Wer den größten Hai nicht zuerst fressen lässt, der kriegt echte Probleme. Die hochentwickelten Haie lassen die Imitation ziemlich alt aussehen. Und dabei sind wir bisher nur Haien begegnet, die über gute Augen und Ohren verfügen. Doch es gibt noch ganz andere Jagdmethoden im Countdown der Monsterhaie. Wir haben geräuschempfindliche Haie gesehen und Engel aus der Tiefe, aber gleich kommt ein Hai, der Spiegel einsetzt, um im Dunkeln zu sehen. Und warum ein augenfressender Parasit sogar Vorteile bringen kann, das sehen wir auch gleich bei Tierisch Extrem. Ein Nachttauchgang ist umso prickelnder, wenn man dabei unseren nächsten Kandidaten sucht. Ein Hai, der nachts 10-mal besser sehen kann als wir. Im Dunkeln sieht er sogar besser als der Leopard und der ist einer der berühmtesten Jäger der Nacht. Das ist ein Hai, von dem man keinesfalls überrascht werden möchte.
Es ist der Sandtigerhai. Sehr beliebt in der Aquarienhaltung, weil er mit seinem Gebiss so wild und gemein aussieht. In freier Natur hält sich der Sandtigerhai tagsüber in Höhlen auf. Nachts geht er dann auf die Jagd und braucht dafür nur Mond und Sterne. Genau wie bei uns hat das Auge des Hais eine lichtempfindliche Netzhaut. Millionen von Rezeptoren geben ihm ein Bild von der Beute. Der Sandtigerhai besitzt dazu noch eine Schicht winziger Spiegel, die hinter der Netzhaut liegen. Und die reflektieren das Licht erneut auf die Lichtrezeptoren. Auch andere Säugetiere haben solche Spiegel, aber selbst beim Leopard sind die Bilder unscharf. Der Sandtiger ist auf Rang 7 im Countdown, weil sein Spiegelorgan im Auge von vielen Farben bis zu 90% zurück auf die Netzhaut reflektiert. Das erhöht sein Sehvermögen enorm und bringt riesige Vorteile bei der nächtlichen Jagd. Der Sandtigerhai ist aber nicht der einzige Räuber, der nachts auf die Pirsch geht. Wer New Orleans besucht und im Dauphin-Haus nächtigt, könnte sich unter Umständen von ungebetenen Gästen beobachtet fühlen. Diese Zimmergenossen sind unglaublich schwer zu entdecken, aber es gibt trotzdem keinen Zweifel, dass es sie gibt, meint zumindest Managerin Karen Jeffries. Dass dieses Haus verwunschen ist, habe ich schon bald nach dem Kauf festgestellt. Da ist oft jemand auf dem Balkon und wartet darauf, dass jemand nach Hause kommt und rennt dabei offenbar hin und her, beobachtet, wartet. Mit den Augen eines Sandtigerhais würden wir Karens Besucher möglicherweise entdecken. Tatsächlich gibt es einen Spezialisten, der selbst das Unsichtbare sieht. Caleb Callum hat eine Firma für paranormale Ermittlungen. Ich musste einfach Geisterjäger werden. Das war schon mein Wunsch, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich liebe einfach alles, was gruselig ist. Das erste Mal, als ich diese Geister gesehen habe, standen sie genau hier. Die Angst vor dem Unbekannten ist die größte Angst und ich jage das Unbekannte. Um paranormale Aktivitäten zu beweisen, verwende ich ganz unterschiedliches Equipment. Zum Beispiel benutze ich diesen Kassettenrekorder mit einem Hochleistungsmikrofon, um Geräusche aufzunehmen, die ich vielleicht überhöre oder die man nicht hören kann. Calebs wichtigstes Gerät ist dieser Detektor für elektromagnetische Felder. Er untersucht die Umgebung nach elektromagnetischen Anomalien, was also nicht durch eine Steckdose oder so etwas erklärt werden kann. Hier gibt es viel mehr Aktivität als da vorne. Das ist meine Digitalkamera, mit der kann ich auch vieles aufnehmen, was man vielleicht übersieht. Und das hier ist mein Infrarotthermometer. Jetzt werde ich mal den Laser hierhin abfeuern, um nach kalten Bereichen zu suchen, die oft durch Geister entstehen. Ich benutze das, um exakte Messungen von Orten zu bekommen, an die ich schlecht rankomme, wie unter einem Bett oder ein Bereich unter der Decke. Hier bekomme ich eine 70, das könnte sein, weil die Sonne weg ist und sich das Glas abgekühlt hat. Es ist also nicht beweiskräftig genug. Ich werde also den Infrarotbewegungsmelder hier lassen und dann sehen wir mal, was wir kriegen, wenn wir den Raum verlassen. Damit registrieren wir jede Bewegung in diesem Raum, selbst wenn wir nicht anwesend sind. Okay, Karen, wenn Sie mögen, können Sie mir jetzt den Rest des Hauses zeigen. Kann ich nur durch die Geräte Geister nachweisen? Nicht unbedingt. Wenn der Geist nicht so nett ist und auch mal auftaucht, dann wird es sehr schwierig, einen Beweis zu bekommen. Trotz Calebs Technologien, Karens Geister blieben im Dunkeln. Der Sandtigerhai hat keine Probleme, seine Beute im Dunkeln zu finden. Und genauso wenig unsere Nummer 6 im Countdown. Dabei ist dieser Hai blind.
Die arktischen Gewässer laden nicht gerade zum Schwimmen ein. Die Wassertemperatur liegt bei weniger als 2 Grad. Ohne einen Spezialtauchanzug würde jeder Taucher in weniger als 5 Minuten an extremer Unterkühlung leiden. Aber eine Haiart überlebt selbst diese eisigen Gefilde. Der Grönlandhai ist 6 Meter lang und so träge, dass sein lateinischer Name ihn als den Schlafenden bezeichnet. Aber das Aussehen täuscht bekanntlich. Dieser Hai schafft es, selbst die flinken Lachse zu fangen. Und das, obwohl einige Exemplare fast völlig blind sind. Schuld daran ist ein Parasit. Was hier am Auge des Hais herunterhängt, ist ein parasitärer Ruderfußkrebs, der die Hornhaut des Haiauges abweidet. Doch zum Glück für den Hai beeinträchtigt er ihn kaum und fungiert sogar als kleiner leuchtender Fischköder für ihn. Der Grönlandhai ist unsere Nummer 6 im Countdown, weil er sich ausnahmslos auf seinen Geruchssinn verlässt, um seine Beute in der Dunkelheit aufzuspüren. Er hat größere Nasenlöcher als andere Haie, was seine Chancen erhöht, Beute im Wasser zu riechen. In diesem Fall ist es der Kadaver einer Ringelrobbe, die vom Eis ins Wasser gerutscht ist. So ein Spürsinn im Dunkeln muss natürlich auffallen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat sich deshalb den Grönlandhai näher angeschaut, um sich inspirieren zu lassen. Allerdings wollen diese Leute Menschen retten und nicht sie fressen. Bei einer Bergungsaktion gibt es immer Bereiche, die für Rettungsmannschaften zu gefährlich oder zu eng sind. Das ist der Moment, in dem ein Roboter ins Geschehen eingreift, ausgestattet mit den Sinnen eines Grönlandhais. Er wurde im Zentrum für roboterunterstützte Bergungstechnik der Universität Südflorida entwickelt, unter der Leitung von Professor Robin Murphy. Das wirklich Aufregende an Robotern ist, dass sie nicht einfach nur Roboter sind, sondern vor allem auch Plattformen, auf denen sich Sensoren befestigen lassen. Zum einen erweitern sie so unsere Sinne und nehmen auch Dinge wahr, die Menschen gar nicht wahrnehmen können. Die Roboter besitzen sogenannte Supersensoren. Dies hier ist eine nach vorn gerichtete Infrarotkamera. Sie zeigt Schwarz-Weiß-Bilder, die aber in Wirklichkeit Wärmebilder sind. Ein anderer Sensor registriert Atmung. Denn wenn die Opfer leben, dann ergeben sich Unterschiede im Verhältnis von Sauerstoff zu Kohlendioxid. Während ein Grönlandhai nach allem sucht, was nach Beute riecht, muss ein Rettungstrupp schon genauer vorgehen. Sobald ein Opfer lokalisiert ist, dauert die Rettung auch schon mal 10 Stunden und bindet mehr als 10 Helfer gleichzeitig. Deswegen ist es wichtig zu wissen, ob das Opfer noch lebt. Mittels der Robotersensoren können die Helfer also schneller entscheiden, um welche Opfer sie sich als erstes kümmern müssen. Und die beweglichen Roboter schaffen es sogar, dreimal tiefer in die Trümmer vorzudringen als die alten Kamerasonden. Wir betrachten unsere Roboter als Tiere. Wie kreiert man etwas wie einen Hai, der es schafft, kleinste Blutreste aufzuspüren und verletzte Fische zu hören, die im Wasser herumschlagen? Genau sowas wollen wir schaffen. Roboter, die anhand von Geräuschen einen Überlebenden finden, der tief unter Geröll begraben liegt. Das Zentrum für roboterunterstützte Bergungstechnik hat Maschinen mit Sensoren entwickelt, um die sie selbst ein Grönlandhai beneiden würde.
Der halbblinde Hai muss sich zwangsläufig auf seinen hochentwickelten Geruchssinn verlassen. Aber nicht alle Haie sind nur von einem ihrer Sinne abhängig. Und anders als Rettungsroboter lassen die nächsten Haie im Countdown ihre Suchergebnisse auch nicht am Leben. Wir haben Haie gesehen, die gut riechen können. Und Haie, die im Dunkeln sehen. Und gleich kommt ein Hai, der zum Albtraum vieler Seeleute wurde. Und danach einer, der zu den schnellsten Fischen überhaupt zählt. Gleich bei Tierisch Extrem. Der nächste Hai unserer Top 10 ist noch viel schrecklicher als eine Notlandung auf dem Wasser. Aus dem Flugzeug zu kommen, ist ja nur ein Problem. Denn schon sehr bald dürfte der erste Weißspitzen-Hochseehai auftauchen. Er ist auf Platz 5 im Countdown, denn er riecht eine Mahlzeit nicht nur unter Wasser, sondern auch an der Luft. Haie sind bekannt dafür, dass sie den Geruch von Blut im Wasser erschnüffeln können. Aber einige Gase, die zum Beispiel von einem Walkadaver ausgehen, verbreiten sich in der Luft viel schneller als im Wasser. Deshalb, so vermutet ein russischer Sinnesbiologe, streckt der Weißspitzenhochseehai immer mal wieder seine Schnauze aus dem Wasser. Möglicherweise kann er so weiter entfernte Futterquellen schneller finden als seine Nahrungskonkurrenten. Aber der Weißspitzenhochseehai ist nicht der einzige, der Vorteile daraus zieht, ab und zu seine Nase in den Wind zu halten. In dieser Bar in Los Angeles bezahlen die Besucher Geld dafür, Sauerstoff zu atmen. Und zwar gezielt durch Kunststoffschläuche. Gegen einen kleinen Aufpreis gibt es den Sauerstoff sogar mit Aroma. Der Sauerstofftrip soll die Ausdauer erhöhen, Energien freisetzen und einem Krater vorbeugen. Es ist aufregend, das Beste, was ich jemals probiert habe. Und ich habe echt schon viel probiert. Versucht das mal. Ihr werdet mehr davon wollen. Der Weißspitzenhochseehai benutzt seinen Sauerstoffriecher, um als erster da zu sein, wenn eine Katastrophe auf hoher See passiert. Das musste auch die Crew der USS Indianapolis im Zweiten Weltkrieg erfahren. Gerade hatte das Schiff die Atombombe abgeliefert, die Hiroshima zerstören sollte, als es von einem japanischen U-Boot angegriffen wurde. »900 Seeleute verließen das sinkende Schiff. Schon nach einer halben Stunde umkreiste sie der erste Weißspitzenhochseehai. Rettung war nicht in Sicht. Die Indianapolis hatte sich auf geheimer Mission befunden. Niemand wusste, wo sie war. 5 fürchterliche Tage lang griffen die Haie an und töteten mehr als die Hälfte der 900 Männer. Der Weißspitzenhochseehai ist sehr schnell zur Stelle, wenn was los ist, aber er ist noch lange nicht der schnellste Killer im Ozean.
Bis jetzt haben wir Haie gesehen, die mit Supersinnen ausgestattet sind. Aber was nutzt es, die Beute zu finden, wenn man sie nicht fangen kann? Die Nummer 4 im Countdown löst das Problem mit Schnelligkeit. Der Mako-Hai, das ultimative Beispiel für marine Effizienz und Power. Diese Meeresbiologen sind auf einer Angeltour der besonderen Art. Sie wollen herausfinden, wie schnell der Mako schwimmen kann. Und zwar mit einer Kamera, an der ein Köderfisch baumelt. Bei diesem Tempo könnte ein normaler Hai nicht mithalten. Aber der Mako ist kein normaler Hai. Er ist auf Platz 4 in den Top 10, weil er schneller schwimmt als 50 Stundenkilometer. So schnell können wir nicht mal rennen. Seine kräftige Schwanzflosse sorgt für gewaltigen Antrieb und seine Stromlinienform minimiert den Wasserwiderstand. Forscher haben unlängst das Geheimnis der Haihaut gelüftet. Die ist nämlich nicht glatt, sondern besteht aus kleinen, gewellten Schuppen, die das vorbeifließende Wasser umschließen. Wenn der Hai schwimmt, dann reibt die Gegenströmung nur entlang dieser Hülle aus Wasser und nicht an der Haut. Der Körper des Hais besitzt dadurch einen erheblich geringeren Wasserwiderstand. Im Verhältnis zu seinem Gewicht verbraucht deshalb der geschuppte Hai 6-mal weniger Energie als ein glattwandiges U-Boot, um sich im Wasser fortzubewegen. Kein Wunder, dass heute Maschinen wie Menschen in ganz ähnlichen Schuppenanzügen stecken, damit sie im Wasser schneller werden. Im Leistungsschwimmen unterscheiden oft Sekundenbruchteile über Sieg oder Niederlage. Darum gehen Profischwimmer nun mit Hai-Technik ins Wasser. Diese künstliche Haihaut auf dem Schwimmanzug produziert eine dünne Wasserschicht um den Schwimmer, ähnlich wie bei einem Mako-Hai. Tests haben gezeigt, dass der Widerstand sich so um 10% verringern lässt. Mit dem Problem Widerstand kämpfen auch Luftfahrtingenieure. Um den Luftwiderstand bei Passagierflugzeugen zu reduzieren, haben sie eine Haihaut aus Plastik entwickelt. Die Idee? Mit den kleinen Wellen der Plastikfolie soll sich der Luftwiderstand der Tragflächen verringern, was wiederum geringere Treibstoffkosten zur Folge hätte. Der Mako-Hai fängt mit Hilfe seiner Hightech-Haut Fische, die seinen Muskeln Energie zuführen. Unsere Nummer 3 im Countdown hingegen könnte sich genauso gut einen Bissen aus einem Boot holen. Bis jetzt haben wir Haie gesehen, die auf Geschwindigkeit stehen. Oder einen richtig guten Riecher haben. Aber jetzt kommt ein echter Junkfood-Liebhaber. Und danach treffen wir einen Killer, der mehr Menschen umgebracht hat als jeder andere Hai. Gleich bei Tierisch Extrem. Dieser junge Albatros ist auf seiner kleinen Hawaii-Insel vollkommen sicher. Problematisch wird es, wenn er sie verlassen muss. Ein cleverer Hai wartet nur darauf, dass ihm der Abflug misslingt. Die Nummer 3 im Countdown ist der Tigerhai. Junge Albatrosse zu fangen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Dieser große Räuber kann neue Jagdtechniken lernen und verinnerlichen. Der Tigerhai verfügt über ein überraschend hochentwickeltes Gehirn für einen Fisch, durchaus vergleichbar mit dem eines Säugetiers. Ein Monster mit
Hirn und Muskeln, das über 5 Meter lang werden kann. Stets bereit, wirklich alles zu schlucken. Bewaffnet mit Kiefern, die sogar einen vermeintlich unzerstörbaren Schildkrötenpanzer knacken. Wenn der Hai eine Schildkröte packt, bewegt er seinen Kopf ruckartig nach links und rechts. Seine einzigartigen Zähne funktionieren wie eine Kreissäge. Jeder Zahn verfügt über eine Säge wie ein Steakmesser, scharf genug, um Stücke aus allem herauszuschneiden, sogar aus Metall. Dank seiner Dosenöffnerzähne ist die Nahrungsliste des Tigerhais deutlich länger als die der anderen Haie. Sein Spitzname lautet nicht umsonst Mülleimer des Meeres. Er frisst schon mal Nummernschilder, Dosen, Fischerbojen, Kokosnüsse, Kohlebrocken und Büchsen mit Lachsfleisch. Nur ein einziger Mensch kann essen wie ein Tigerhai. Auch Henri Mangetout, zu Deutsch Allesfresser aus Grenoble, freut sich über die Büchse genauso wie über den Lachs. Henri aß schon Zigaretten, Gläser, Fahrräder, Fernseher und sogar ein Flugzeug vom Typ Cessna 150. Sowas sollte man besser nicht zu Hause probieren. Es gehört schon viel Erfahrung dazu, um aus einer Glühbirne einen kleinen Snack zu machen. Wie schmeckt's denn so? Oh, gut, sehr, sehr gut. Henris Magenwände und Gedärme sind anscheinend doppelt so dick wie bei anderen Menschen und seine Magensäure ist ungewöhnlich stark. Der Tigerhai hat allerdings eine andere Methode, Ungenießbares zu entsorgen. Er stülpt seinen Magen nach außen und erbricht einfach den ganzen Müll. Er muss also nicht sehr wählerisch sein, ganz anders als die Nummer 2 der Top 10. Die jagt mit tödlicher Präzision. Das Leben dieser neuseeländischen Seebären sieht entspannter aus, als es in Wirklichkeit ist. Ständig ist da dieses ungute Gefühl, beobachtet zu werden, als ob da draußen irgendetwas wartet. Und es wartet ein wahres Monster. 3 Tonnen schwer und bewaffnet mit mehr als 300 Zähnen. Und es ist clever. Sein Gehirn ist 40 Zentimeter lang und es lernt 80 Mal schneller als eine Katze. Es ist der bekannteste aller Haie und der größte Raubfisch der Meere. Der weiße Hai. Er ist unsere Nummer 2 im Countdown wegen seiner großen, schwarzen Augen. Seine Netzhäute sind enorm groß und deshalb sieht er Farbe besser als alle anderen Haie. Er könnte eine Grapefruit, die auf der Wasseroberfläche schwimmt, aus 18 Meter Tiefe erkennen. Und er ist der einzige Hai, der gelegentlich seinen Kopf aus dem Wasser streckt, um mal zu sehen, was oben so los ist. Solch wertvolle Augen muss man schützen. Anders als andere Haiarten kann der weiße Hai nicht blinzeln. Er schützt seine Augen, indem er sie nach hinten rollt. Aber selbst wenn er seine Augen schließt, ist der Hai nicht blind. Er verfügt nämlich über einen 6. Sinn. Alle Haiarten können die elektrischen Felder wahrnehmen, die jedes Lebewesen ausstrahlt, sobald es nur einen Muskel bewegt. Haie verfügen im Bereich ihres Maules über ein feines Netzwerk kleiner Strommesser. Dadurch sind sie 5 Millionen Mal empfindlicher für elektrische Felder als Menschen. Deshalb kann der weiße Hai auch dann seine Beute anpeilen, wenn seine Augen geschlossen sind. Er macht es wie Luke Skywalker. Er schließt die Augen und fühlt die Macht. Thank you.
Könnte man also umgekehrt Strom verwenden, um einen Hai zu verwirren? Diese Wissenschaftler testen den SharkPod, ein 2 Kilo schweres Gerät mit 12 Volt Batterie und Elektronik, das über ein Kabel mit einer Metallelektrode verbunden ist. Sobald sein Träger den SharkPod betätigt, wird er von einem elektrischen Feld umgeben im Umkreis von 6 Metern. Das soll die Elektrorezeptoren des Hais verwirren. Nur leider vermag kein noch so starkes elektrisches Feld, die hochentwickelten Sinnesorgane eines weißen Hais zu täuschen. Der weiße Hai verfügt zwar nicht über Hände, aber er kann Dinge mit seinen Zähnen erfühlen. Ein Biss reicht und er weiß, ob die Beute schmeckt. Jeder Zahn besitzt empfindliche Nerven und die liegen in sehr beweglichen Kiefern. So kann der weiße Hai Objekte mit seinem Maul untersuchen und bewegen. Der weiße Hai ist auf Rang 2 in unserer Top 10, weil die Kombination aus Kraft und Hightech-Sinnen ihn zum gefährlichsten Hai der Welt macht. Nur ein Hai ist noch extremer und er ist zudem noch einer der seltsamsten Fische überhaupt. Wir haben bis jetzt 9 Kandidaten im Countdown gesehen. Sie sind die Besten der Besten. Nur ein Killer ist noch außergewöhnlicher. Die absolute Nummer 1, jetzt gleich. Bei Tierisch Extrem. Wenn es Nacht wird im Riff, verbergen sich viele Fische im Sand vor hungrigen Augen. Prinzipiell eine gute Idee. Allerdings schützt sie nicht vor dem extremsten Hai im Countdown. Dem Hammerhai. Die absolute Nummer 1, denn in seinem bizarren Schädel befinden sich die am besten entwickelten Sinnesorgane aller Haie. Die Augen des Hammerhais liegen einen Meter auseinander und ermöglichen ihm so einen rundum Panoramablick. Mit seinen weit auseinanderliegenden Nasenlöchern kann er deutlich mehr Lebensraum nach Beutegerüchen absuchen als jeder andere Hai. Auch weil er dabei ständig den Hammerkopf hin und her bewegt. Er hat außerdem ein höheres elektrisches Empfinden, denn in dem breiten Kopf befinden sich deutlich mehr Elektrorezeptoren als bei anderen Haien. Dies versetzt den Hammerhai sogar in die Lage, nach vergrabenen Schätzen zu suchen, indem er den Meeresboden nach dem elektrischen Feld absucht, das vom Herzschlag eines eingegrabenen Fisches ausgeht. Das Ungewöhnlichste ist jedoch, dass der Hammerhai über einen siebten Sinn verfügt. Manche Wissenschaftler glauben, dass der Hammerhai seine Elektrorezeptoren gebraucht, um sich an den unsichtbaren Magnetfeldern des Meeresbodens zu orientieren. Mit diesem eingebauten GPS kann der Hammerhai seine Position im Meer bestimmen. Aber der Hammerhai ist nicht der einzige Räuber, der nach unsichtbaren Signalen sucht. Beispielsweise gibt es Menschen, die mit einem Computer ihrer ahnungslosen Beute auflauern. Immer mehr Haushalte besitzen einen ungesicherten WLAN-Anschluss, der leicht zur Beute von Hackern werden kann. Wie ein Hammerhai seine verborgene Beute, suchen diese Experten aus Fort Lauderdale, Florida, nach ungesicherten Computern. Ralph Barry und Stank Dog sind von der Intenso School, einem Institut, das legale Computerhacker ausbildet.
Leute, schaut euch das an. Schaut nur, hier sind wir wirklich goldrichtig. Die Bandbreite der Übertragung ist ja so, als wären wir im Haus. Benötigt wird nur ein WLAN-Laptop und eine starke Antenne der Marke Eigenbau. Sehr bald sind die ersten WLAN-Signale entdeckt, deren Sender in einem der Eigenheime steht. Computer mit drahtlosem Internetzugang haben eine Reichweite von 250 Metern. Doch wird dieser Bereich nicht geschützt, dann können sich Hacker über den Sendebereich ins Internet einwählen. Viele Hacker, also die mit schlechten Absichten, werden sich über so ein WLAN-Netz Zugang zum Computer verschaffen und sich dann von ihm aus irgendwo einhacken. Werden sie dabei entdeckt, sieht das so aus, als wäre ihr Standort der Computer des Eigenheims. Illegale Hacker haben unglaublich viele WLAN-Spots zur Auswahl. Wenn ich, ganz egal an welchem Tag, für 10 bis 15 Minuten in einer besseren Wohngegend herumlaufe, dann finde ich locker in einem sportplatzgroßen Bereich an die 100 WLAN-Punkte. Und 75 von ihnen lassen mich ohne weiteres auch hinein. An dieser Stelle kommen die ethischen Hacker ins Spiel. Sie checken die Computersysteme, berichten den Besitzern von Sicherheitslücken und geben ihnen Tipps und Ratschläge. Der Beute eines Hammerhais kann leider niemand helfen. Der Hammerhai verfügt über eine Sensorausstattung, da werden sogar die ethischen Hacker grün verneint. Experimente wie dieses am Hawaiianischen Institut für Meeresbiologie zeigen, wie reizempfindlich diese unglaublichen Haie sind. Sie ignorieren die Kabel am Boden des Aquariums so lange, bis eine winzige Spannung angelegt wird. Der Hammerhai kann elektrische Spannung wahrnehmen, die nur ein halbes Milliardstel Volt beträgt. Das ist ungefähr so, als könnte man die Spannung spüren, die von einer Blitzlichtbatterie ausgeht, aus 1600 Kilometer Entfernung. Der Hammerhai besitzt so viele außergewöhnliche Sinne, dass man sich nur sehr schwer vorstellen kann, wie er unsere Welt wahrnimmt. Aber es besteht kein Zweifel. Wenn es darum geht, welcher Hai wirklich extrem ist, dann ist der Hammerhai tierisch extrem.